Hallo meine liebe Waage, ich bin Tanja und das ist dein Tarotkarten-Reading für Juni 2024. Du hast sehr, sehr gute Karten. Die erste Karte, die herausgekommen ist, war das Rad des Schicksals. Hier wird dir gesagt, dass du das gute Karma zurückbekommst, das du in die Welt ausgesandt hast. Das heißt, wenn du in den letzten, sagen wir mal, 6 Monaten viele gute Taten getan hast für andere, dann werden jetzt andere viel Gutes für dich tun, beziehungsweise du hast Glück. Und zwar Glück in jeder Form. Glück, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, um die richtige Person kennenzulernen. Glück im Spiel. Glück dabei, dass du rechtzeitig irgendwo dich anmeldest, damit du etwas kriegst, beispielsweise Konzertkarten. Ja? Die sind ja oft sehr schnell weg und du hast aber das Glück, dass du da etwas bekommst. Ja? Je nachdem, wie viel du eben geleistet hast. Die zweite Bedeutung dieser Karte ist, dass die Dinge wieder ins Rollen kommen. Das heißt, wenn du vorher das Gefühl hattest, Sachen stagnieren, jetzt geht es wieder los, jetzt geht es wieder voran. Mit der 4 der Stäbe hast du eine wunderbare Feierstimmung. Das heißt, es wird vielleicht irgendein Fest im Juni geben. Vielleicht eine Geburtstagsparty, eine Jubiläumsfeier, vielleicht eine Babyparty, vielleicht eine Engagementparty, wo sich jemand verlobt. Vielleicht eine Hochzeit. Wie dem auch sei, du fühlst dich hier wunderbar. Es ist ein schönes Fest, du genießt die Atmosphäre, du lässt die Haare offen, du tanzt, du freust dich, vielleicht machst du sogar selbst Musik auf diesem Fest. Du fühlst dich richtig, richtig toll. Das kann natürlich auch dich selber betreffen. Es muss nicht sein, dass du zum Beispiel eingeladen bist auf die Hochzeit eines Freundes, sondern es kann auch sein, dass du selber heiratest oder eben du selber irgendeinen großen Grund zum Feiern hast hier. Und deine dritte und letzte Karte, auch sehr, sehr gut, die 3 der Münzen. Das ist die Karte von Kollaboration und Zusammenarbeit. Das heißt, entweder privat oder beruflich arbeitest du mit anderen an einem Projekt. Vielleicht baust du mit deinem Mann ein Haus. Vielleicht arbeitest du auf der Arbeit mit anderen Leuten daran, eine bestimmte Sache abzuschließen. Vielleicht möchtest du privat eine Spendenorganisation gründen. Was auch immer das ist, du und andere, ihr habt euch zusammengeschlossen, um gemeinsam etwas Wunderbares zu erschaffen. Vielleicht ist es auch Garteln. Ja? Also ich kriege gerade so diese Info, dass einige Leute zusammen sich im Garten beschäftigen. Das heißt, vielleicht teilst du dir mit anderen ein Stück Land, wo ihr was anbaut oder so. Ja? Das war's für dich. Lass mir ein Like unter diesem Video. Vielleicht magst du auch kommentieren. Und natürlich freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Und dieses Abo ist natürlich für dich vollkommen gratis. Du kannst natürlich auch gerne in meinem Online-Shop vorbeischauen. Bis bald, tschüss!